Ich arbeite jetzt in der Stadtgärtnerei. Eigentlich arbeite ich in der Lebenshilfe. Und da gefällt es mir sehr in der Stadtgärtnerei. Ich mache sehr viel sehr Arbeiten, die mit Erde viel zu tun haben. Da tue ich Unkraut jäten und die Pflanzen pflegen. Ja, und wir dann sehr viel draußen arbeiten, sehr viel mit Pflanzen, halt gießen und dass wir gepflegt sind und dass auch alles gut ausschaut, weil wir dann auch für die Mirabellgarten dann auch die Pflanzen herrichten. Findet man sehr viel so vom Boden von alten Bauernhöfen. Das wird eher aus dem 18. Jahrhundert sein, weil das ist sehr handgemacht. Sieht man am Rand halt, dass es nicht so relativ gerade ist, sondern dass das leicht zu behauen ist. Und das ist die handwerkliche Sichtweise. Und das gefällt mir, dass ich da so solche Sachen finde, die für die Stadtgeschichte auch was Historisches auch haben. Ich interessiere mich auch sehr für Archäologie und ich war auch mal auf Urlaub in Kaorle und da habe ich in Kaorle hab ich einen ganz einen interessanten Fund gemacht. Das ist ein Dachziegel, der sehr alt ist und den möchte ich mal untersuchen lassen, aber es ist nicht so leicht. Und dann habe ich noch auch noch was Interessantes. Da ist nämlich Eisen mit Muscheln verbunden. Und da ist ja die Frage, wie ist das zustande gekommen? Und da hat man das Gleiche auch, da sieht man es schön gut. Und das ist sehr interessant, wie sie das da so verbunden hat. Die Kühler haben.
Ufer. Und das ist hier. Und jetzt halten. Na ja, toll. Meine Oma, die ist verwandt mit dem Karl Möhner. Von ihm habe ich leider nicht sehr viel erfahren, weil meine Oma hat ja nicht so viel geredet über ihn. Und der Bruder von meiner Oma, die haben sich oft seine Filme angeschaut. Und bei einem Film, da hat er erzählt, dass das war eine letzte Brücke, weil da hat er der Karl Möhner bei der Tür irgendwas gemacht, hat einen Hammer genommen und hat was gearbeitet. Und da hat der Bruder von meiner Oma gesagt, jetzt sehe ich einen Karl Möhner mal arbeiten. Und das finde ich so eine gute Szene, die wirklich uns in Erinnerung bleibt. Weil der Karl Möhner, der hat auch sehr viel in Filmen mitgespielt, wie Am Weißen Holunder oder die Refi, das ist ein Kriminalfilm, oder der Koffer aus Salzburg. Und ich finde dann Karl Möhner als österreichischer Schauspieler ist ja wirklich was Wertes. Der Karl Möhner, der hat sehr viele Bilder gemacht und die gefallen mir auch sehr, aber es ist halt eine Geschmackssache halt. Und die Wilma, das ist ein Karl Möhner seine Frau und die wohnt in Texas und die malt auch sehr schöne Bilder. Auch Teller tut es bemalen, das gefällt mir sehr. Von meiner Oma, der Bruder, der tut auch malen und der malt auch sehr schöne Bilder. Sondern auch meine Familie, die hat auch ein bisschen mit dem Malen zu tun, aber ich bin der Einzige, der gut malen kann. Und falls einmal ein Bild irgendwo weiß ist, ist gleich angemalt. Und die Technik halt, die muss ich erst lernen, weil man muss erst probieren statt studieren. Und die Malerei, die gefällt mir sehr, weil da kriegt man so eine Lust und da kann man am Salzburg auch bewegen und ich finde fair schon, dass die Lebenshilfe kein Kunsthaus hat. Bei anderen Bundesländern wie Oberösterreich oder Niederösterreich, die haben ja ein Kunsthaus von der Lebenshilfe. Und das wird mir ja sehr gut passen, wenn da in Salzburg auch ein Kunsthaus gab. Weil dann kennt man, wie alle Klienten ja Bilder malen und dann kennt man die Menschen bewegen. Man muss sich die Zeit nehmen, da diese Bilder zu fertigen. Und man muss sehr geduldig sein, weil Farben mischen ist ja auch nicht so leicht. Und Salzburg soll mal etwas machen, wo wir Menschen zusammenkommen, wo man gemeinsam Bilder erschaffen, wo. Und diese Bilder sollten auch gut, wo in Gebäuden passen, wo viele Menschen sich treffen und ich hoffe, dass meine Bilder gut gefallen euch.